Mehr als 100 Weihnachtsbäume, 130 Lichterketten und 16.000 Christbaumkugeln. Das ist kein besonderer Weihnachtsmarkt, liebe Zuschauer, um den es gleich gehen wird bei uns. Nein, so sieht es im Haus einer Familie aus. Gleich mehr zu diesem Deko-Wahn ein bisschen später bei uns in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit MDR um 2. Und diese Themen haben wir auch noch für Sie. Morgens halb neun, da verstopft auch in Dresden der Berufsverkehr noch viele Straßen. Da ist in jeder Sekunde Konzentration gefragt, damit es eben nicht zum Unfall kommt. Doch heute Morgen ist genau das in einem Industriegebiet passiert. Zwei Autofahrer rasten ineinander. Am Abend des 13. Juni hatten die Rettungskräfte in Gera keine ruhige Minute. Binnen weniger Stunden mussten Polizei und Notarzt gleich mehrere Male in der Innenstadt ausrücken, um Verletzte ins Krankenhaus zu bringen. Eine Schlägertruppe bestehend aus 10 bis 15 Männern unterschiedlicher Nationalitäten zog offenbar durch die Straßen und griff Leute an. Heute sollte der Prozess gegen drei dieser Männer beginnen, aber schon der erste Verhandlungstag endete so schnell, wie er anfing. In Gera steht jetzt meine Kollegin Cornelia Hartmann, die den Prozessauftakt für uns mal mitverfolgt hat. Cornelia, der 20-jährige Hauptangeklagte ist ja heute nicht vor Gericht erschienen. Auch sein Anwalt war darüber wohl nicht informiert. Wie und wo verliert sich denn seine Spur? Besserung auf alle Fälle von uns aus hier aus dem Studio. Stellen Sie sich mal vor, Sie ziehen in Ihrem kleinen Garten ein paar Möhrchen und plötzlich haben Sie Post im Briefkasten, dass Sie als Landwirt ab sofort Beiträge zur berufsständischen Versicherung zahlen sollen. Unsinn, sagen Sie. Ja, einem Mann aus Meißen ist genau das passiert, nur dass es bei ihm nicht um Möhren ging, sondern um Weintrauben. Wir sind ja mittendrin in der Adventszeit. Vielleicht haben Sie den dritten Advent ja auf dem Weihnachtsmarkt verbracht oder schön gemütlich zu Hause in aller Ruhe. Doch es gibt Menschen, die wollen es in diesen Tagen nicht nur ruhig und besinnlich haben. Nein, da muss schon ein bisschen Action sein. Wie wär's denn mit Baden? Nicht in der Badewanne, sondern so richtig im See. Für die folgenden Nikoläuse einfach ein Klacks. Für Michael Rösch, den Biathleten aus Altenberg und mittlerweile Neubelgier, hat sich seine lange Durchstrecke jetzt endlich mal wieder mit einer guten Platzierung ausgezahlt. Am Wochenende hat er bei einem Weltcuprennen in Slowenien einen wichtigen 6. Platz erreicht. Ein enormer Erfolg für den Sportler, der im Ziel für das eine oder andere Tränchen auch gesorgt hat. Denn der Weg zurück in die Weltspitze war alles andere als leicht. Und jetzt geht es bei uns um ihn hier, um Wildschwein Johann. Und Johann führt ein ausgesprochen glückliches Leben inmitten seiner Familie. Da ist es auch eher zweitrangig, dass seine Familie nicht aus Artgenossen, sondern vielmehr aus Rindviechern besteht. Eine tierische Patchwork-Familie also, in der sich Johann sauwohl fühlt. Wie sieht's so aus bei Ihnen zu Hause? Schon ein bisschen weihnachtlich geschmückt? So mit Lichterkette, Sternchen oder Schwibbogen? Es gibt ja Menschen, die gehen so richtig auf beim Schmücken. Hier noch ein bisschen Glitzer und da noch ein paar Kugeln mehr. Aber ich bin mir fast sicher, liebe Zuschauer, dass Sie in Sachen Weihnachtsdeko mit diesem Mann hier nicht mithalten können. Er hat schon im Oktober angefangen, seine Wohnung zu schmücken. Deswegen kann er sich auch lang machen auf der Couch.